Hello, I'm Suda51. みんな DDSS 見てます？見てますね。Got them。Hallo und herzlich willkommen zur DDSS Sonderfolge von der Gamescom in Köln. Wie ihr sehen könnt, geht's gleich los. Da muss ich mich einreihen. Schauen wir, was hier alles abgeht. Eine Gamescom wäre natürlich nichts ohne Pressekonferenzen. Da findet dann gleich die von Sony statt, wo es sicher viele News und Ankündigungen gibt. Und was sonst noch für News gegeben hat, das seht ihr jetzt. Während die Gamescom in Köln in der Vergangenheit bei Weitem nicht an die Popularität von anderen Spielemessen wie der E3 oder der Tokyo Game Show herankam, etablierte sich das Spiele-Event in den letzten Jahren immer mehr als die größte Unterhaltungselektronikmesse Europas, bei der auch schon mal das eine oder andere neue spannende Spiel, Feature oder Preisveränderungen für Konsolen angekündigt wurden. Gerade dieses Jahr, kurz vor der Markteinführung der neuen Next-Gen-Konsolen Xbox One und PS4, waren alle Augen auf das Event in Deutschland gerichtet, als gleich mehrere Unternehmen Pressekonferenzen im E3-Stil bereits im Vorfeld ankündigten. Und den einen oder anderen spannenden Reveal gab es dann auch durchaus. Angefangen bei Microsoft, die schon am Montag ein Event für die Presse abhielten, ließ sich bereits ein deutlicher Fokus auf das neue Industrieschlagwort Nummer 1 finden: Indie-Games. Besonders hervorstach dabei Microsofts neuer Entwicklerservice ID at Xbox, mit dem Studios ganz einfach beim Unternehmen selbst um eine Entwicklerlizenz anfragen können und mit etwas Glück gleich 2 gratis Dev-Kits zur Verfügung gestellt bekommen. Weiteren Support mit Hardware und Marketing will Microsoft weitergehend auch bieten. Die genauere Vorstellung von AAA-Titeln wie Kinect Sports Rivals, Rise, Forza 5 und Dead Rising 3 kam beim Publikum ganz gut an, den richtigen Hit gibt es aber für alle Vorbesteller der Xbox One. Die können sich zum Launch im November über eine Gratis-Download-Kopie von FIFA 14 freuen. EA präsentierte in seiner online gestreamten Pressekonferenz einen Mix aus Casual und Hardcore, als Spiele wie Peggle 2, Plants vs. Zombies Garden Warfare, FIFA 14 und Dragon Age Inquisition näher vorgestellt wurden. Ein echtes Highlight ist hier die offizielle Präsentation von Sims 4, das zur Freude und Überraschung vieler nächstes Jahr ohne DRMs und rein offline spielbar auf den Markt kommen soll. Und auch neues Gameplay-Footage zum Bombast-Action-Titel Titanfall sorgte beim Publikum in Köln für Begeisterung. Bei Sony drehte sich auf der Gamescom alles um PS4 und Vita. Für den Handheld gab es dabei nicht nur ordentliche Ankündigungen aus dem Indie-Sektor, sondern auch den fast unglaublichen Reveal, dass mit Borderlands 2 ein echter Blockbuster dieser Generation auf der Vita eine neue Heimat finden wird. Auch das Remote-Play-Feature des Handhelds in Kombination mit der PS4 konnte live demonstriert anhand von Assassin's Creed 4 Black Flag durchaus schon beeindrucken. Die Liebe für Indies setzte sich bei den vorgestellten Spielen für Sonys Next-Gen-Konsole fort. Besonders hervorstechend waren dabei die Titel Rime, der Dear Esther-Nachfolger Everybody's Gone to the Rapture und das Reboot des Amiga-Klassikers Shadow of the Beast. Neben einem Preisrutsch nach unten für Vita und PS3 hatte Sony noch einen ganz besonderen Reveal für die Käufer ihrer Konsolen. Minecraft, einer der größten und gleichzeitig überraschendsten Hits dieser Generation, wird schon bald auch für Vita, PS3 und PS4 erhältlich sein. Die Next-Gen-Konsole erscheint am 29. November für 399 Euro in Europa. Ah, da vorne steht der Thomas Schapp von Gamers, der durfte schon Oculus Rift anspielen und ich werde ihm einfach das Mikrofon in die Hand drücken und ihn fragen, wie spielt sich das ganze Teil? Ja, ich durfte jetzt schon ein bisschen Oculus Rift ausprobieren und zwar mit dem Free-to-Play-Mech-Spiel Hawken. Ich muss gestehen, ich war sehr überrascht, wie toll und wie plastisch der Effekt ist, der erzeugt wird und dass es eben auch wirklich schon sehr gut funktioniert. Auch ich als Brillenträger kann die Oculus Rift, die Developer-Version, sehr gut benutzen. Das ist überhaupt kein Problem. Und ja, ich bin schon sehr gespannt, wie dann die HD-Fassung ausschaut, weil jetzt natürlich im Moment merkt man noch, dass es sehr viele Pixel hat, weil es pixelt sehr die Grafik, weil es ein sehr niedrig auflösendes Display ist. Aber die HD-Version soll ja bald kommen und ich bin schon sehr gespannt.
Es ist wundervoll. Ich laufe über die Gamescom und wen treffe ich? Den L.O. Er hat meine ganze Kindheit verändert. Ich dachte immer, wenn ich groß bin, ende ich so, dass ich mit einem Handtuch bohre in den Sonnenuntergang gehen werde. Heute habe ich ihn hier und ich werde ihn darauf ansprechen. Yo, it's my little friend. It's called Alien. He hasn't got any name. Do you want to name him? I name him Larry. Yeah. From now on, I'm it's... I'm not very creative. But he looks really different, but from now on, I will call him Larry too. Right, he's good. My small Larry. Larry too. Larry too. We can call him Larry too. Yeah, we got to Larry too now. Are you aware that you influenced my whole growing up? Well, that was my original intent. I played the first game and I thought all the things about sex and relationships I learned from Larry. I'm sorry to hear that. What prison are you in now? Now I'm out for a few days. Ah, good, okay. They let me out just for Gamescom. They thought you can't harm anyone here. I brought you a small present from Austria because we have so short time and I want you to have it. It's called Mozart balls. Oh, my favorite. Yeah, they always come in pairs. Oh, yeah. No, I bought these in Salzburg. Yeah, you like them? Oh, yeah, very good. Enjoy them. Yeah, thank you. And the last thing now I've bribed you is, do you want to make a game about a small alien called Larry too? Boy, it's very, very tempting. I would love to do that. You would also love it. Yeah. But it's not up to me, you know. It's up to the Kickstarter. Okay, then let's start a Kickstarter. Larry needs it. Thank you very much. Okay, you're welcome. Ich und mein kleines rosa Alien, wir wollen heute hier auf der Messe einem ganz sonderbaren Begriff auf die Spur kommen, nämlich den Begriff des Gamescommons. Was das ist, das seht ihr jetzt. Und wenn man schon auf so einer Messe ist, kann man natürlich auch gleich die Gamer in freier Wildbahn beobachten und schauen, wie das bei ihnen ausschaut. Hey, ich hab gewonnen! Juhu! Naja, jetzt weiß ich, was das ist und hab's gesehen. Hätte ich vielleicht doch lieber nicht fragen sollen. Wen man so alle auf der Gamescom trifft, das ist der Max von Mimim Productions. Servus. Servus. Ich war letztes Jahr bei euch zu Besuch. Was hat sich getan seitdem mit eurem Game? Einiges. Wir haben jetzt wirklich ein komplettes Spiel. 8 Stunden Spielzeit. Wir haben den ganzen Combat überarbeitet, das ist die ganze Story dahinter steht jetzt. Man kann jetzt wirklich ein richtiges Spiel spielen, wo man stolz drauf sein kann. Es hat jetzt einen neuen Namen auch, hat sich die Story verändert? Story hat sich nicht großartig verändert. Also wir haben sie natürlich verfeinert, überarbeitet und alles genau ausgearbeitet, damit sie für jeden gut verständlich ist und dass man sich freut auf die Story und die auch mehr dahinter steckt. Und der Name hat sich verändert, ja. Aber warum ist der Hauptcharakter zum Affen mutiert? Wegen Planet der Affen oder einfach so? Das war eigentlich eher einfach so. Wir haben uns halt überlegt, er war vorher viel zu menschlich. Er hat gar nicht, wie man sieht, wir haben Charaktere, die total absurd sind. Echsen und kleine Hasen und sowas. Und da hat einfach so ein menschlicher Charakter nicht reingepasst. Und dann haben wir versucht, mit verschiedenen Tiermotiven rumprobiert. Wölfe, Affen und irgendwie sind wir dann beim Affen hängen geblieben, der dann noch so als Spieler man sich am besten mit identifizieren kann und das hat einfach dann super funktioniert und hat uns allen gefallen. Und das Spiel mit den Farben ist auch immer das essentielle Thema, man fährt noch Gegner um und so weiter. Genau, also man muss mit, also Rot steht für Wut, wenn man den Gegner mit Rot schlägt, dann macht man ihm Schaden. Wenn man ihn mit Grün schlägt, dann bekommt er Angst, weil Grün steht in dem Fall für Angst und rennt von einem weg. Wenn man ihn mit Blau schlägt, dann wird er traurig und ist gestunt und steht an der Stelle und man kann ihn, er tut einem nichts mehr. Das ist einfach in den Combat mit integriert, dass man sozusagen die Farben kombinieren kann, damit man das Spiel schön spielen kann. Meine wichtigste Frage jetzt, wann kommt's raus, für welche Systeme? Das kommt im Moment, fest ist PC und Mac, in ungefähr 2 bis 3 Monaten und wird ungefähr 15 € kosten auf Steam. Und Konsolen sind wir gerade noch dran und schauen, was sich machen lässt. Da freuen wir uns dann drauf. Vielen Dank. Dankeschön. Thank you.
Ich habe hier die Stimme von Mario getroffen, Charles Martinet. Charles, do you want to say anything to our fans, our viewers? Of course. Hello to all my friends at DDSS. It's me, Mario. Woohoo! And Luigi too. You're number one. Ho ho! And I have a short, small present for you. It's a Mozart ball. Here you are. Oh, mamma mia. Mille grazie. Hello, Mr. Mozart. How are you? Thank you very much. Die brennendste Frage dieses Jahr ist sicherlich PS4, Xbox One oder vielleicht doch die Wii U. Und der werde ich jetzt auf den Grund gehen. Also ich will die PlayStation 4 haben, weil ich schon die PlayStation 3 und die PlayStation 2 habe. Und ich als Nintendo-Kind nehme das Wii U. PS4, weil ich mit dem Xbox nicht klarkomme und mit den anderen. Also wir haben ausgiebig getestet, Xbox ist nicht schlecht, aber PlayStation 4 hat einfach die besseren Spiele irgendwie. Ja, also PS4, weil immer schon PlayStation. Ja, PlayStation ja, 4, weil es genau, einfach besser auf ist. Auf jeden Fall. Genau, weil, und, ja, weil Xbox One eben versaut ist. Also nicht das, was uns beeindruckt hat. Und PlayStation 4 ist dagegen schon wirklich eindrucksvoller und bessere Grafiken und und. Also ich bin für PS4, gerade weil auch Xbox One es sich übelst schon von Anfang an versäppelt hat. Und Wii U ist halt einfach nicht meins und die PS4 ist... Also ich sag mal, PlayStation begleitet mich schon mein ganzes Leben und deswegen immer PlayStation, immer. Ja, ich bin auch für die PlayStation 4, gerade auch weil Xbox One sich am Anfang auch ziemlich ans Bein gepinkelt hat, wenn man mal so sagen will. Und ja, die PlayStation 4 hat mich auch die ganze Zeit begleitet, von PlayStation One aus. Und Wii U habe ich zwar auch, aber das ist was ganz anderes als die PlayStation 4. Die Konsole PlayStation 4 wegen Exklusivtiteln wie Gran Turismo oder Uncharted. Überhaupt PlayStation, das ist ganz klar. Xbox soll zu Hause bleiben, Junge. Rechner, aber keine Konsolen. Wir stehen alle für die Steambox. Und Xbox One. Oh Mann, wir sind die Dicksten und wir stehen für die Steambox. Xbox One. Die PS4 auf jeden Fall, weil die einfach besser ist. Xbox hat es einfach total versaut und die Wii U, wenn man Partyspiele spielen will. Also ich kaufe mir die PlayStation 4, weil ich auch die PlayStation 2 hatte und ja, weil ich immer PlayStation hatte und ich die PlayStation halt mehr mag und finde sie halt besser als die Xbox. Und die Wii U ist eigentlich Geldverschwendung, finde ich. Also ich nehme die PS4 zu Weihnachtsgeschäft, weil ich mir auch schon vorbestellt habe. Der Grund ist einfach, die Xbox One ist mir zu viel Krimskrams, ich will einfach nur ein Gaming-System ohne viel Schnickschnack außenrum haben. Ich würde nur sagen, ich habe mir beide Feature angeschaut, Xbox One und PS4. Bin ich der Fan von Wii U? Für mich ganz klar Xbox One. Ich habe mit Xbox 360 angefangen zu zocken, bin ein Konsolenkind, Xbox One, geiles Ding. Ich würde die PS4 nehmen, weil sie preiswerter ist und ich Sony besser finde. Wir haben für diese Blitzumfrage wirklich einfach wahllos Leute aus der Menge rausgepickt und es war spannend, wie viele davon sich wirklich für die PlayStation 4 entschieden haben. Jetzt sind wir alle gespannt, wie es dann im Weihnachtsgeschäft wirklich ablaufen wird. Ich habe hier den Sudoguchi, dessen Spielkiller-Set kommt ja jetzt bald raus, beziehungsweise ist schon heraus, wenn ihr das seht. Und ich werde mal fragen, wie ihr hofft, dass das Spiel bei euch Anklang finden wird. Mr. Guichi, your game Killer Stat will be out soon. What do you think, how will the gamers react to it? もうすごいワクワクしてます。要来週ですからね。アクションの要素ももちろん僕ら自信持ってますし、あとはそうですね、ストーリー全体もそうですけども、全く新しいニューIP。In your games, they're always really violent and have beautiful women in it. Do you think that's the things that a game needs to be really cool? Yes. 多分そうだと思います。 Do you have ideas what will the next game of yours feature? What can we expect from you? Next game? Das Interview ist jetzt vorbei. Jetzt habe ich natürlich auch ein Geschenk für ihn. Mr. Guichi, Sudoguchi, it's a Mozart ball for you from Austria. Wow, Austria, no? Wow, thank you very much. I hope you could feature it in a game of yours in one of the upcoming. Okay, Mozart, though? Yeah, yeah, okay, Mozart. Is it a deal?
Okay. Thank you. Thank you. More Zelda. Okay. Thank you. Yeah. Bye. Bye.